die Igel und die Giraffen, die Nashörner und die Einhörner. Wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Davi, mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, Sex macht Spaß, das wirft ihre Ordnung um. Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lass uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen. Promiske Primaten, nimmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten wir bei dem Bonobus munter getauscht. Die sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Mensch mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete. Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig. Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Damit sich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. In der Tierwelt wimmelt es nur so von Homos und Trans. Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Der halbe Meeresgrund ist inter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier. Unterziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam. Albatross-Testen geben sich den Arm hin und leben dann als Familie mit der Partnerin. Flamingos, Störche, Geier und Möwen. Es gibt viele queere Vögel, die gar feiern und hören. Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Huch. Die müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind da schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist, ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer.